Der Golf, eines der erfolgreichsten Automobile der Welt. Er ist der Namensgeber für seine eigene Klasse. Das Upgrade unserer Ikone ist sicherlich einer der wichtigsten Produktereignisse für die Marke Volkswagen im Jahr 2017. Hier steht er. 33 Millionen Mal haben wir ihn bis jetzt verkaufen können. Und das spricht für seine inneren Werte, aber natürlich auch für seine äußeren Werte. Sein zeitloses Design, seine klaren Linien, seine Präzision zeichnen ihn aus. Wir haben ihn nochmal deutlich aufgewertet. Mit neuen LED-Scheinwerfern, einer neuen Front haben wir ihm noch zusätzlich Charakter verliehen. Aber nicht nur diese äußeren Werte haben wir verbessert. Auch im Interieur, bei der Sicherheit, bei der Connectivity und bei dem Spaß am Fahren. Was das im Einzelnen bedeutet, möchte ich Ihnen jetzt anhand von ausgewählten Beispielen einmal erläutern. Die jetzt glasüberbauten Displays in Verbindung mit dem Active Info Display geben dem Fahrzeug einen frischen und neuen modernen Look im Interior. Die große Dimensionierung, der 9,2 Zoll Bildschirm, markant, und nicht nur die Größe überzeugt, sondern auch die Auflösung schafft natürlich nochmal eine ganz andere Brillanz und eine ganz andere Optik als in der Vergangenheit. In Kombination mit unserem digitalen Cockpit schafft es Möglichkeiten, die wir bisher in der Kompaktklasse so nicht zeigen konnten. Wir sind in der Lage, dem Fahrer verschiedene Oberflächen zu bieten und der Fahrer kann sich individuell seinen Homescreen zusammenstellen. Das Gleiche lässt sich natürlich auch im digitalen Cockpit nachvollziehen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Funktionen und verschiedene Anzeigen zu wählen und auch der Fahrsituation angepasst natürlich nutzen zu können. Wie gewohnt kann man auch im neuen Golf seine Smartphones mit dem Fahrzeug koppeln. Auch haben wir weitere Komfortfunktionen eingearbeitet, wie zum Beispiel das induktive Laden. Man kann sein Handy einfach in das Fach einlegen und das Handy wird entsprechend geladen. Sicherlich etwas, was für den allgemeinen Gebrauch einfacher ist als in der Vergangenheit, da es ohne Kabel funktioniert. Eine sehr schöne und sowohl den Komfort als aber auch der Sicherheit dienliche Innovation ist unsere Gestensteuerung. Mit der Gestensteuerung sind wir in der Lage, dass wir die Programme zum Beispiel des Radios verändern, ohne dass wir den Blick von der Fahrbahn lassen, ohne dass wir auf das Mittendisplay schauen. Das erhöht die Sicherheit und erhöht natürlich auch den Komfort, den wir dem Fahrer anbieten. Der Golf ist Teil der Familie und wird deshalb von vielen in der Familie genutzt. Sollte er zum Beispiel von ihrer Tochter einmal in einer Straße abgestellt werden und sie ihn am nächsten Tag wieder benötigen, so können sie ihn über ihr Smartphone leicht wiederfinden. Sollte es einmal zu der Situation kommen, dass jemand versucht, ihren Wagen zu stehlen, so bekommen Sie über eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone diese Informationen und können entsprechend darauf reagieren. Sollte es wirklich zu einem Unfall kommen, hilft Ihnen unser E-Call-System, in dem es die Position des Fahrzeugs, die Anzahl der Insassen und auch die Fahrtrichtung angibt und so schnellstmöglich für die Versorgung zu sorgen. Unser neues Navigationssystem Discover Pro ist natürlich nicht nur optisch eine Augenweide. Ein Feature, das ich persönlich zum Beispiel sehr intensiv nutze, ist die Verkehrs-Echtzeiterkennung. Wenn ich heute mir eine Strecke auswähle und im Menü meine Zieleingabe ausführe, dann wird mir automatisch auch die aktuelle Verkehrssituation auf meiner Route wiedergegeben und ich bin in der Lage, um den ein oder anderen Stau mühelos vorbeizufahren. Neben diesen Funktionen haben wir auch das Angebot an Fahrassistenzsystemen deutlich verbessert. Alle innovativen Assistenzsysteme von Volkswagen sind jetzt auch im Golf verfügbar. Dazu gehört der Stauassist, der Front Assist, jetzt auch mit Fußgängererkennung, der Trailer Assist und auch der Emergency Assist. Wer kennt sie nicht, die Situationen im Stau? In einer engen Gasse zwischen den Fahrzeugen, am besten noch mit einem LKW auf der rechten Seite, in einer engen Spur zu fahren, sich permanent konzentrieren zu müssen, ja keinen Fehler zu begehen. Der Golf hilft Ihnen dabei in Zukunft. Bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h übernimmt er für Sie das Gasgeben, das Lenken und das Bremsen. Der Front Assist im Golf ist eine Erfolgsgeschichte. Mit ihm war es schon jetzt möglich, in kritischen Fahrsituationen, zum Beispiel wenn der Vordermann stark abbremst, eine Notbremsung auszulösen und damit
ein sicheres Abbremsen des Fahrzeugs vor einem Unfall zu gewährleisten. Mit dem neuen Front Assist gelingt es uns auch, mit Fußgängererkennung querende Fußgänger auf der Fahrbahn zu erkennen. Diese Funktion kann Leben retten. Mit dem Trailer Assist ist es kinderleicht, in Parklücken rückwärts mit dem Anhänger einzuparken. Auch das Rangieren rückwärts über längere Strecken wird mit dem Trailer Assist zu einer leichten Aufgabe. Mit dem Emergency Assist haben wir eine Funktion in den Golf gebracht, die uns in schwierigen Situationen das Leben retten kann und damit ein neues Level an Sicherheit in das Fahrzeug implementiert. Sollten wir aus irgendwelchen Gründen fahruntüchtig werden, so hilft uns der Emergency Assist, indem er in einer ersten Stufe versucht, uns aufzuwecken. Sollte dies nicht erfolgreich sein, so bringt der Emergency Assist das Fahrzeug kontrolliert zum Stillstand.